So, Hallöchen, willkommen zurück. Jetzt haben wir genau die Situation, die ich gemeint habe. Jetzt haben wir wirklich gerade nur meinen Kommentarton. Willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Wir sind hier stehen geblieben, haben gerade Kotalo gerufen, um gemeinsam in der Ruine der Alten zu versuchen, seinen Arm zu rekonstruieren. Na, los geht's. Hey, Kotalo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Aloy, danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest, und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir müssen uns beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Verstanden. Zum Labor geht's hier lang. Alles okay? Ich schaff das. Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Wie du willst. Gute Frage. Die Welt wird immer stiller, wenn es schneit. Ja, das ist wahr. Ich weiß übrigens, wenn das Spiel sehr hell ist, dann spielt mein Chroma-Key ein bisschen verrückt. Das ignorieren wir einfach. Ciao. Komm schon! Ziel nochmal dahin! Gib nicht auf! Brände, lebst du noch? Im Labor geht's durch diesen Tunnel. Komm. Also Kotalo nicht bös gemeint, ne? Aber nennst du mich immer noch Fremde? Ich helfe dir gerade, deinen Arm neu zu bauen und du sagst Fremde zu mir? Das ist aber nicht so nett. Das ist Reserve für später. Das ist aber echt wieder so nett, ne? Die Mission von den Ausrüstungsgegenständen her, die man findet. Und dann kommen diese Arena-Kämpfe und da kriegst du einfach nur auf die Fresse. Verrückt. Okay. Ninma-Forschungslabor. Schwer zu glauben, aber ja. Gaia hat erzählt, hier hätten die Zeniths unglaubliche Entdeckungen gemacht. Doch letztlich nutzten sie ihr Wissen nur für ihre eigene Selbstsucht. Wenigstens können wir das jetzt nutzen, um Gutes damit zu tun. Feinde voraus. Brutstätten spucken also auch Jägerkämpfe. Vorsicht!
einfach. Nochmal! Kämpf weiter, Fremde! Ich kämpf noch! Beeilen wir uns lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Geh voraus. Okay. Ich hab auch Stahl! Oh Mann, ich hasse es. Das ist meine Chance. Wenn ich einfach nicht treffen kann. So, weg damit. Also die Kämpfe sind auch viel zu laut und die Dialoge zu leise. Ne? Das tut mir auch leid, aber ich versuche nachzusteuern immer wieder mit dem Mischpult, aber meistens sind die Kämpfe halt dann ein bisschen zu laut. Leider warten die Gegner nicht, bis ich den Sound korrigiert habe. So. Das da unten? Ja, wir sollten schnell darunter. Das können wir. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Ich glaube, Val sagte, Beta war in einer dieser Kapseln. Wie furchtbar, in sowas eingesperrt zu sein. Das ist wohl wahr. Ob hier noch ein Kampf stattfindet? Ich glaube, ich bin fündig geworden. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Ich bin gespannt. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Für die gefallenen Marschälle! In Stücke reißen! Ich setze nach! Hier drüben! Munition leer! Ich bin eine kampfbereite Waffe!
Die Sinets könnten Verstärkung schicken. Werden wir fertig und dann raus hier. Die Bauteile müssten irgendwo im zweiten Stock sein. Bin gleich hinter dir. Okay, das war ein sehr unkoordinierter, sehr schlechter Kampf. Aber okay, wir haben es geschafft. Okay. Die kennen wir ja alle. Hoffe ich. Neue Prioritäten. Forschungsbericht. Ja. Glaube ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass das neue Textnachrichten sind. Gib mir doch bitte Heilung. Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschungen mehr. Ja, bitte. Gute Idee. Okay, das hier ist jetzt neu, glaube ich. Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Wo denn? Okay, es war eine Dekontaminierungs... Ein Dekontaminierungsdurchgang hier, ne? Das hier. Da oben. Huh!
Wieso landen wir in dem Raum, ne? Die Bauteile müssen hier irgendwo sein. Geil. Da haben wir auch wieder Heilung bekommen. Perfekt. Bitte sagt mir, dass die Teile da drin sind. Truhe aufbrechen. Zenith-Bauteile. Ich sollte sie zu Cutallo bringen. Als wüssten wir nicht, dass da jetzt gleich ein Kampf auf uns wartet, ne? Sprengen wir es auf. Shit. Okay, das war jetzt mein Fehler. Ich lauf mal. Die Bauteile? Sieh's dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich habe nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Ha. Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehn. Okay. Rede mit Cutallo in der Basis. Okay, dann haben wir das hier tatsächlich soweit geschafft mit Cutallo. Das war ja relativ simpel und kurz und nett. Und erfolgreich. Okay. Raus hier. So. Was machen wir denn jetzt? Brennspeer. Da. Die Musik im Metall. Rede mit Sokora in Brennspeer. Sokora und ihr Trupp sind nach Brennspeer zurückgekehrt, nachdem sie sich von Jax und Corey verabschiedet hat. Vielleicht freut sie sich wieder einmal ein freundliches Gesicht zu sehen. Genau. Und dann über Brennspeer gehen wir nach Süden, nach Vegas und werden da dann letzte Flugschreiber und die ganzen Ornamente überbringen. Ihr wisst schon. Fallen mit Stil! Da hinten ist Brennspeer übrigens. Eine ganz schön große Strecke. Aber das schaffen wir. Okay. Moment mal, das machen wir nochmal anders. Ein großer Vorteil übrigens von dem neuen Mikrofon ist ja, dass ihr mich nicht mehr atmen hört. Generell, also ich kann auch hier jetzt husten. Ja, ist halt jetzt ein wirklicher Filz-Popschutz drauf. Natürlich dann nochmal, wie das ist beim Procaster, ich sag mal ganz vorsichtig, habt ihr mich glaube ich auch nie atmen gehört. Da ich generell immer versucht habe, möglichst nicht. Ja, genau, perfekt. Möglichst nicht ins Mikrofon reinzukeuchen, aber jetzt ist halt die Wahrscheinlichkeit eigentlich gleich null, weil ich einmal das Mikrofon gar nicht mehr vor mir habe
Und weil, ja, selbst wenn, würdet ihr mich nicht hören. Aber es ist schon faszinierend, dass es wirklich seitlich neben mir hängt, ein ganzes Stück weit weg. Und ich höre, dass es mich trotzdem perfekt aufnimmt. Das ist schon echt cool. Das ist schon echt cool. Schmerz lässt nach. Wir haben unsere Reitmaschine verloren und das ist gerade eigentlich das Schlimmste. Nicht, dass wir sie reparieren können, oder? Liebe! Boah, ist das doch was. Okay, da wäre eine neue Maschine zähmen, aber wesentlich billiger als unsere zu heilen. Na gut, egal. Die Ranken ziehen sich zurück. Spitzenrollrückenherz. Eieiei. Okay. Cool. Oh. Armer Stürmer, ganz kaputt. Danke für eure Hilfe, Leute. Ja, Stängelzahn besiegt. Also, wir sind inzwischen. Keine Ahnung. Klar, es wird sicherlich noch eine Maschine geben, die uns Probleme macht. Sturmvögel sind jetzt auch nicht meine Favoriten. Aber unterm Strich
können wir inzwischen alle Maschinen relativ gut besiegen. Hi! Brennspeer. Hallo! Bin's! Aloy, ich hatte dich nicht hier in Brennspeer erwartet. Du hast die Wunde gerettet. Und unseren Clankrieg beendet. Ich hatte nur Glück, dass das Kommando mir zugehört hat. Nur Glück hat das Bollwerk nicht zerstört. Und Regala besiegt. Was kommt jetzt? Die Rettung der Welt? Wenn ich Glück hab. Warst du in Rheinklang? Hast du Cory gesehen? Hab ich. Es geht ihm gut. Er musiziert. Musik? Ja, warum nicht? Er hatte schon immer Talent. Ich hab dir nie gedankt. Du warst gut zu ihm. Du aber auch. Bereit machen, Soldaten! Was ist denn los? Mein Trupp geht nordwestlich von hier auf Patrouille. Ich werde Cory lange Zeit nicht sehen können. Vielleicht kannst du ihm das ausrichten. Er soll nicht denken, dass ich ihn im Stich lasse. Wir ziehen jetzt ab. Bitte. Wenn ich nach Rheinklang komme, sag ich es ihm. Sokora, beweg endlich deinen Hintern. Vielen Dank, Aloy. Ja, habe ich mich vertan. Das ist sie mit ihrem Bruder, der die Augen weggeätzt hatte. Wisst ihr noch? Rede mit Cory in Rheinklang. Okay, das ist aber dann eine Aufgabe für ein andermal, wenn wir Richtung Rheinklang gehen. Okay, cool, so viel dazu. Habe ich mich vertan. Aber schön, dass wir auch von der noch was hören. Hier, Metallblume, letzter Flugschreiber. Dann rüber, Metallblume. Und dann haben wir hier das Maschinenrennen. Das war schlecht, oder? Naja, Stimmverzehrer wäre es, ne? Ja. Okay. Metallblume. Oh. Ein tolles Ding. Schön. Also auf zurück nach Vegas. Och Mann. Unser Stürme tut mir richtig leid. Vegas, oh Vegas. Viva Las Vegas. Okay. Ich könnte eigentlich diese Infotext hier auch langsam mal ausblenden, oder? Ich glaube, inzwischen wissen wir so ungefähr, wie die Steuerung funktioniert. Aber ich weiß auch gar nicht. Das finde ich ja immer so faszinierend. Wir haben ja jetzt mit Elden Ring und mit Horizon zwei relativ... Ja, doch, zwei sehr große Spiele gespielt. Von der Spielwelt, von der Spiellänge, von der Story... allem her. Trotzdem hätte ich direkt Bock, wieder so ein Spiel zu spielen. Also irgendwie bin ich unermüdlich, was diese Open-World-Rollenspiele angeht. Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich habe wirklich eine relativ lange Liste mit Spielen. Aber das hatte ich ja schon gesagt. The Witcher 3 liegt aktuell noch so halb auf Kante. Elden Ring New Game Plus. Muss von mir noch gespielt werden. Also auf jeden Fall. Also Elden Ring wird es auf jeden Fall... Das ist ja so staubig. Also Elden Ring wird es hundertprozentig noch einen Durchlauf geben mit dem ganzen Wissen, das wir inzwischen haben. Wir haben jetzt ja ein riesiges Hintergrundwissen, weil wir jetzt die Story verstanden haben. Und dann werden wir nochmal ganz analytisch die ganzen Texte uns angucken. Das wird super. Konnte ich denn da die Batterie, also beim anderen Flugschreiber, wie konnte ich denn da die Energiequelle nicht finden? Das Signal zeigt an, dass hier noch eine Aufzeichnung ist. Verrückt. Keine Ahnung.
ist die Kiste? Es sitzt fest. Das löst sich so nicht. Verstanden. Wir liefern die Fracht pünktlich am Boden ab. Ende. Kaum zu glauben, wie dieses Flugzeug reagiert. 70 Meter lang. 300 Tonnen schwer beim Starten und das wendet schneller als mein 12-sitziges Passagierflugzeug. Und es wurde erst vor ein paar Monaten aus dem Museum gerollt. Jetzt kann ich diese Schönheit auf meiner Bucketlist abhaken. Wenigstens hat er sich vor seinem Ende seinen Traum erfüllt. Oh, traurig. Und dann damit abgestürzt wahrscheinlich. Keine weiteren Funkwaken mehr auf meinem Fokus. Das muss der letzte Flugschreiber sein. Die Denak-Soldatin beim Hain kann dann ihre Sammlung abschließen. Solva. Frage, wo ist die Metallblume? Stirnjuck. Stirnkratz. Da oben. Ich mag den Soundtrack hier sehr gerne. Na gut, das letzte Rennen. Aloy! Wahnsinn, dass du gegen Rotzahn antrittst. Mach's dir bequem. Wir starten erst bei Nachtanbruch. Wow! Was für eine Strecke. Also, ich trete an, um zu siegen. Aber wenn ich's nicht schaffe, dann besieg du ihn für mich. Alles klar. Viel Glück. Die Nacht lechzt nach Blut und Maschinenöl. Bereit für den Ritt? Es kann losgehen. Das wird super. Ganz bestimmt. Das wird super. Wir gewinnen. Sie überholt uns. Überraschung! Das.
von den Beinen! Willy! Auf der Zielgeraden! Alter. Schade. Halte, Schlüssel. Du hast nicht mal gewonnen! Alter. Der hat doch nicht mal gewonnen! Los geht's. Alter, habt ihr das gesehen? Wir waren schon... Ich erkenne noch nicht mal, wann... Ach, die Strecke ist furchtbar, weil man gar nicht weiß, wann das Ziel kommt. Das ist keine Katastrophe. Ja, nehmt euch alle Pfeile, ist okay, ich brauche ja keine. Ich bin ja nur Letzter oder so. Hab dich! Really? Alter! Alter, schon wieder! Dieses stechende Gefühl, nimm es in dich auf. Alter! Nutze es im nächsten Rennen. No shit! Schon wieder, dass auf der Ziellinie sich jemand an uns vorbeischiebt. Ohne Scheiß jetzt. Los geht's. Alter, das ist doch extra gemacht, oder? Sorry, ich glaube an sowas halt nicht. Wenn man führt und zweimal hintereinander, warum starte ich immer als Letzter? Oh, ist das furchtbar. Überraschung! Oh, bitte! Es ist halt so random. Es ist einfach nur Glück, weil die immer wieder zu einem geportet werden, die Gegner. Es ist... Nein. Meine Pfeile stehen dir gut, Grünschnabel. Wenn wenigstens irgendwie einen Lebensbalken hätte oder so, ne? Und nicht einfach random runterfallen Na, würde. Na, wie ist das? Jetzt wirst du büßen. Schnabel.
nervig. Alter. Ich hasse es. Alter, darf ich bitte mal hier durch, ihr Idioten? Alter. What the fuck? Das ist die furchtbarste Runde bis jetzt. Das ist eine reine Katastrophe gerade. Leute, Leute. Wo willst du denn hin? Damit hast du nicht gerechnet, was? Leute, ich... Alter, ist das behindert. What the fuck? Hallo? Alter, was? Das werde ich mir merken. Alter, ist das eine Scheiße. Alter, sorry, das ist so behindert. Es ist so behindert. Es ist so dämlich. Es tut mir echt leid. Oh, es ist Schade. Furchtbar. Bla bla. Ja, okay, es ist reines Glück. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich bitte ausgedacht, dass die Gegner einfach random... Alter. Entschuldigung, es ist aber wirklich reines Glück. Es ist wirklich nur Glück. Es ist einfach... Oh Mann, das hat man jetzt richtig gesehen. Ich habe das gleiche gemacht wie immer und diesmal war es eine Katastrophe. Alter, darf ich bitte wenigstens anreiten? Warum unterbrecht ihr mich denn, wenn ich doch nicht mal in der Gruppe dran bin? Überraschung! Alter, geht mir doch nicht auf den Sack da hinten. Meine Fresse. Alter, darf ich bitte wenigstens zielen? Alter, jetzt kommt das hier wieder. Alter, was eine Verarsche schon wieder! Oh! Dieses stechende Gefühl. Alter, das ist so ein Bullshit. Wer hat sich das ausgedacht? Es macht halt einfach keinen Spaß, wenn man dauernd random von hinten irgendwo kommt ein anderer Reiter her. Los geht's. Alter. Halt die Fresse da hinten. Reg dich doch nicht so auf. Doch. Das ist einfach furchtbar. Ich hol dich von den Beinen. Aber man kann ja auch einen Vorsprung gar nicht ausbauen, weil man immer random wieder überholt wird. Versteht ihr? Es ist so dämlich. Es ist so scheiße einfach. Oh, okay. Das, also... Ich muss am Ende des Spiels unbedingt mal evaluieren. Es gibt schon so ein paar Sachen im Spiel, die echt nicht gut sind. Das hier zählt dazu übrigens.
Schlag doch nach rechts, Alter. Alter. Meine Güte. Da war aber auch. Oh. Dieser Sieg war wohlverdient. Naja. Und verdient ein persönliches Gespräch. Neil? Du musst zugeben, es war eine gute Show. Nein! Bis an die Stelle, wo du versucht hast, mich von der Bahn zu drängen. Einen alten Partner wiederzusehen, verdient mehr als einen Handschlag, meinst du nicht? Wir töteten Banditen zusammen. Aus verschiedenen Gründen, Neil. Ich weiß nicht, ob wir Partner waren. Ich schon. Jetzt mehr als zuvor. Vor allem, da wir uns jetzt etwas viel Unterhaltsamerem widmen. Ernsthaft? Also Neil, ganz kurz, das ist ein Karja aus Zero Dawn, mit dem wir gemeinsam sehr viele Banditenlager auseinandergenommen haben, der dann uns aufgefordert hat, gegen ihn zu kämpfen, und das haben wir abgelehnt. Wir haben ihn am Leben gelassen und wollten uns nicht mit ihm duellieren. Lustig. Okay, die Stimme ist auch die gleiche übrigens, erkenne ich aber jetzt erst. Also, die Maske, die Rüstung. Du wusstest, die Tenakt würden niemals einen Karja teilnehmen lassen. Bei meiner Rückkehr in den verbotenen Westen war mir klar, dass ich in den Clanlanden viel Blut für meinen Bogen anziehen würde. Und so war es. Doch ich erkannte, wenn ich mit den Tenakt reiten wollte, durfte ich keine nichtigen Duelle starten. Tote können schließlich kein Rennen reiten. Also hast du dich gebremst? Irgendwie. Auf der Rennbahn bremst man sich nicht. Aber wer weiß. Eines Tages ist die Maske vielleicht überflüssig. Immerhin weiß hier jeder um das Tempo meiner Maschine und den Stich meiner Pfeile. Und für die Tenakt zählt ein Sieg sogar noch mehr als ihre Fehden. Doch vorerst sorge ich so für Unterhaltung. Es freut mich, dass er seine charmante Art zwischen Zero Dawn und Forbidden West nicht verloren hat. Aber cool, ich habe ihn wirklich nicht erkannt. Jetzt erkenne ich auch seine Stimme, aber das ist schon ein geiler Gag. Okay, Arschloch. Aber geiler Gag. Wie kommst du denn hierher? Ich erspare dir die Details. Ich sage nur, dass du in Meridian Frieden hinterlassen hast. Und einem Mann mit Bogen wird dort schnell langweilig. Also zog ich eine Weile durch die alten Gegenden. Du warst schon mal im verbotenen Westen? Während der roten Raubzüge, ja. Eine schöne Erinnerung, dieser Feldzug. Der Begriff schön fällt mir dazu nicht ein. Ich tat, was akzeptabel war zu der Zeit. Vielleicht war es zu exzessiv, aber ich glaube, die Tenakt verstanden es. Sie genießen das Töten und verstehen die Notwendigkeit. Diese Sprache haben wir gemeinsam. Ich würde gern sagen, du hast Unrecht. Freuen sich die Tenakt denn wirklich? Hey, du bist doch der, der vor 3 Jahren hier meine ganze Familie abgeschlachtet hat. Willkommen zurück. Also, Ren
Ah, ja, kaum auch überraschend für mich. Durch Zufall oder Schicksal lief ich so durch die Wüste, begierig nach Aufregung. Und da sah ich die Reiter, schimmernder Stahl und so schnell, Metallflanken befleckt von Blut. Ich war fasziniert. Auf der Grenze zwischen Leben und Tod zu reiten, das ist etwas Wunderschönes. So kann man es wohl auch beschreiben. Du sagtest immer, der Rausch des Todes sei zu stark, um ihm zu widerstehen. Schwer zu glauben, dass du das aufgegeben hast. Ich höre den Ruf noch immer, wenn das Blut aufwallt und sich die Bogensehne spannt. Doch dann reite ich Rennen. Die Gefahr bei jeder Kurve, jeder gut platzierte Schlag, der Pfeil, der die Haut streift. Es ist ein Tanz mit dem Tod. Stets auf der Schwelle. Wiederholbar und deshalb immerwährend. Und das teile ich mit Reitgefährten, die sich ebenso nach Blut und Stahl verzehren. Ah, so kann ein Mensch seine Dämonen zähmen. Ja, aber es ist doch... Du weißt das, sonst wärst du nicht hier. Ich glaube, meine Dämonen unterscheiden sich von deinen, Neil. Ja, ein bisschen. Aber cool, ja, soll das doch machen. Ist besser, als bei den Raubzügen mitzumachen. Ich bin froh, dass dies nun dein Weg ist. Erleichtert vielmehr, glaube ich. Keine Sorge, nichts ersetzt jemals unsere Partnerschaft. Ich war nicht besorgt. Weißt du könntest dich uns anschließen. Ein Leben ohne die Zwänge des begrenzten Pfades, den du neuerdings für dich gewählt hast. Danke für das Angebot, aber ich bin zufrieden. Wie erwartet. Du findest mich auf der Rennbahn, wenn du mal ein Ventil brauchst. Und ich verspreche, dich nicht zu schonen. Ich weiß, du meinst das bestimmt nett. Also, danke. Hey, Rotzahn! Beleg sie doch nicht so mit Beschlag. Aloy, du willst doch bestimmt auch mit uns feiern, stimmt's? Dann mal nur zu. Komm wieder, wenn dir danach ist, Aloy. Also, verrätst du uns, was unter der Maske steckt? Bedauere, nur für Sieger. Den Versuch war's wert. Feiere nicht zu lange. Rennstrecken wollen benutzt werden, weißt du? Versucht nur, euch nicht umzubringen, bevor ich da bin. Aloy, du hast gewonnen. Vergiss deinen Preis nicht. Er wartet in der Kiste auf dich. Karjas Verderben? Cool. Nicht mal eine Trophäe? Ein Bogen, der während der roten Raubzüge viele Karja zu Fall gebracht hat. Er wurde von einem Rebellenstreiter zurückerobert und wird von den T'Nakt für seine Beweglichkeit im Kampf auf engen Raum geachtet. Damit haben wir die zweite legendäre Waffe. Cool. Hab keine Sekunde an dir gezweifelt, Aloy. Man kann seine Familie aussuchen, Grünschnabel. Ja! Richtig gruselig. Soll ich deine Hand halten? Ich hasse euch alle. Nein, alles gut, aber... Oh. Gut, bringen wir es Demur noch schnell sein... seine Ornamente. Hier ist gerade Ostern, guck mal. Seine Ornamente. Kleine. Glimmerwinkel. Ah, willkommen, Fremde. Hallo, 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 hallo. Auch ein wunderschöner Ort, oder? Ach ja. Ja, es ist ein großartiges Spiel. Aber trotzdem, also die Reitmechanik, das eine, um die Schönheit um ihn herum zu sehen. Des alten Wortschmieds Herz wärmte sich, ob des Freundes Rückkehr. Du hast da vorhin echt was verpasst. Ein Stöberer schoss auf das Bild eines Hasen, das er für echt hielt. Hatte wohl Hunger. Hast du weitere Ornamente gefunden? Ja, hier. Na, ist dir nach einem Fest? Such dir was aus.
Valentinstag. Und jetzt das hier. Alles klar. Eine Menge Herzen in der Luft. Ich wette, Scherben, dass es hierbei um Romantik geht. Und bevor ich's vergesse, bedien dich am Inhalt der Truhe da drüben. Unsere Heldin hatte die Herausforderung des Westens bezwungen, das Licht zurückgeholt und dafür Reichtum und Lohn erhalten. Dem werde ich nicht gerecht, aber danke. Rückkehr der Ahnen. Der nächste legendäre Gegenstand. Diese Elitewaffe haben die Tenakt an der langen Küste von einer Gruppe Fremde genommen. Sie erfordert Raffinesse und Präzision, um all ihre unglaubliche Macht zu entfesseln. Ein Hexlerhandschuh. Okay, jetzt ist das große Problem nur 56 Minuten. Ich würde eigentlich noch ganz gerne... Da ist noch eine Metallblume. Ich würde noch gerne zum Gedenkhain gehen. Wir haben doch jetzt alle... hier. Den Aussichtspunkt konnten wir nicht machen. Wir haben aber auch alle Flugschreiber. Das heißt, wir könnten auch die Flugschreiber noch zum Gedenkhain bringen. Dann hätten wir das nämlich auch abgeschlossen. Aussichtspunkte ist ja eher so random sammeln. Signallinsen haben wir auch. Überwachungsdrohnen müssen wir zu Gaia bringen. Cool. Oh, halt die Klappe. Wenn ich mich über den Mist hier beschweren will, tue ich das. So trat sie wieder herein. Unsere Heldin, die alle lieben. Und? Was machen wir? Schalten wir das mal an. Ich weiß nicht, was das heißt. Auf Befehl unserer Heldin sollen die Lichter den Himmel blenden. Ah, das muss das Fest des Sichelmondes gewesen sein. Das dämpft den Fall. Ach ja, ach ja. Das hatten wir aber auch schon mal, glaube ich, ne? Genau. Hochgeflogen sind wir auch schon mal, das kennen wir auch schon. Okay, cool. Ja, ich würde noch ganz gerne nach Gedenkhain gehen und da die Flugschreiber abgeben. Denn dann haben wir, glaube ich, alle Aufgaben soweit gemacht, oder? Wir müssen dann nochmal... Ist man hier nochmal nach Einklang? Ja. Genau. Mit Corey reden, ja. Ah, und wir müssen auch nochmal nach hier, nach Fahrlicht, beziehungsweise hierhin, weil wir ja die ganzen Beuteverträge abgeschlossen haben, und zwar alle. Holoshow-Monat. Kennen wir doch schon. Haben wir von außen schon gescannt, glaube ich. So, haben wir hier noch eine Metallblume irgendwo? Wir sind einmal hier. Da ist noch eine. Die Arena, ah, die Arena, Leute. Die Arena müssen wir nochmal machen. Aber okay, machen wir so. Gehen wir uns noch die Metallblume holen, dann auf nach Gedenkhain, da gehen wir die Flugschreiber ab. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch durchstarten und Richtung Basis gehen. Wird fantastisch, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir können hier mal ganz kurz gucken. Rede mit Kotalo in der Basis. Ja. Fliege zum Schiffswrack. Können wir noch nicht. Rede mit Corey im Reinklang. Müssen wir machen. Rede mit Petra in Kettenkratz. Backtracking. Gezeiten der Gerechtigkeit. Genau, da müssen wir auch verfliegen können. Das ist Nahkampf, okay. Ja. Ja.
Da sind wir soweit eigentlich auf, müssen nur unbedingt irgendwie fliegen lernen. Beziehungsweise Flugmaschinen überbrücken. Ich spüre, wie der Boden unter diesem Koloss von Maschine bebt. Okay. Unser Stürmer ist auch wieder ganz, das freut mich. Verwüsterherz. Ah, schon wieder so gute Teile. Perfekt. Alarmiert. Lauf doch, Mann. Okay. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwo Metallblumen? Nö. Haben wir auch, glaube ich, schon gesammelt. Okay. Ja, und dann vom Gedenkhain werden wir beim nächsten Mal aus dann in Richtung Basis gehen. Und ich würde einfach Reinklang und Kettenkratz und Fahrlicht im Nachhinein. Ja, wegen dem Beuteverträgen müssen wir nochmal nach Richtung Fahrlicht. Ich würde einfach aufschieben. Erstmal die Basis, Kotalo, Gaia, Beta, da wird wahrscheinlich eh wieder einiges an Dialogen auf uns zukommen. Und danach machen wir dann erst die Gebiete ganz im Osten. So, hier war ja das Rebellenlager. Also nochmal regaler Fragezeichen. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Wir haben inzwischen alle Rebellenlager eingenommen, alle Außenposten sogar beseitigt. Von ihr fehlt jede Spur. Keine Ahnung. Wirklich verschwunden. Leicht. Nee, es war schon hier. Von 18. Es fehlt noch eine. Nur zu. Eine. Diese neuen Visionen sprechen zu allen Tenakt als ein. Allen war klar, dass Regale angreifen, aber eine Maschine zur Bombe zu machen. Die Tapferkeit der JTFC in den Gebirgsregionen der Hai trainiert zu überleben. Du solltest den Speermann in Aktion sehen. In jedem Klima.
Die JTF-10. Sehen Sie, wie JTF-10... Na, 17 von 18. Eine Datei fehlt uns hier noch. Kurz darauf erstrahlte der ganze Hain voller Lichter. Was dann? Wie in den Tagen der ersten Tenakt. Noch mehr. Die Wahrheit der Visionen wurde uns enthüllt. Dann sammelten wir uns hier und lauschten Faradays Worten. Und das war dieselbe Botschaft, die Häuptling Hikaru sah? Ja. Einigkeit angesichts gemeinsamer Probleme. Frieden anstelle von Krieg. Ich wünschte, ich hätte es gesehen. Ja. Das ist ja die gute Decker, deren Enkel oder Neffe wir gerettet haben. Wisst ihr noch? Aloy, ich erzähle Kavor gerade, wie du die Visionen enthüllt hast nach Regalas Angriff auf die Kulrut. Ich wollte immer wissen, was Häuptling Hikaru sah und hörte, als er den Hain eroberte. Jetzt wissen wir es. Schade, dass du es nicht sehen kannst. Ist schon gut. Ich kenne eine Kaplanin, die dort war. Die Taten der Zehn haben schon immer unseren Kampfgeist gestärkt. Nun werden sie uns ebenso zum Frieden führen. Alles dank dir, Aloy. Sag doch was! Wie unangenehm war das denn jetzt gerade? Das Erste, was ich bei der Ankunft tat, war Hikaru die Treue zu schwören. Er starrte mich so lange an, ich dachte, ich wäre erledigt. Er wollte dich nur schwitzen lassen. Komm schon. Wäre bestimmt schön, dort eine Freundin zu haben. Wäre bestimmt schön, diese Synchronsprecherin, ne? Willst du Streit? Hörst nur du dir diese Stimmen an? Oh, nein. Die anderen, die Osaram-Stöberin gekriegt haben, haben auch die Stimmen der alten Krieger gehört. Sie haben es rumerzählt. Und jetzt sprechen sehr viele über sie. Ha, Soldaten interessieren sich für alte Schlachten. Ich habe dir mehr dieser Stimmen gebracht, die du sammelst. Noch eine Chance, mehr über diesen verlorenen Krieg zu erfahren. Das ist die letzte der erfassten Stimmen. Du hast alle gefunden. Ich war besorgt, dass Stöberer sie erwischt haben, bevor sie geborgen werden konnten. Die Stimmen dieser alten Soldaten müssen in Ehren gehalten werden. Das ist keine Unterhaltung. Ich sorge dafür, dass jeder, der sie hört, weiß, dass du sie für uns gerettet hast. Von einer Aufnahme zu all diesen. Jetzt habe ich die Chance, viel über diesen vergessenen Krieg zu erfahren. Danke, das macht mich zu einer besseren Soldatin. Einer besseren Tenakt. Okay. Erhalten Flügel der Zehen. Oha. Der Tod fliegt auf den Flügeln der Zehen. Diese von einem Elite-Champion zum nächsten weitergereichte, äußerst geschätzte Waffe hat schon viele Tenakt-Truppen unterstützt und entscheidende Siege errungen. Das ist nice. Wir haben jetzt schon ganz schön viele legendäre Waffen, ne? 4 Stück. Nice. Okay. Perfekt. Aber welche Datei fehlt hier denn bitte? Gibt's doch nicht.
Doch, bei Roller. Es ist eine Ehre. Wo haben die eine solche Waffe her? Sie sollen einen Bebenzahn erlegt haben, den Regalas Rebellen gefangen hatten. Sehen Sie, wie die Visionen werden uns einen Heimvorteil in der die JTF-10 eroberte Positionen in der ganzen Welt. Keine Ahnung. Komisch. Na gut, machen wir es so. Beim nächsten Mal werden wir, wie angekündigt, Flugschreibersammlerin. Die haben wir ja alle. Ja, dann gehen wir echt zur Basis. Eieiei. Ja, gehen wir zur Basis beim nächsten Mal. Red da mit Kotalu, mit Beta und blablabam. Können bei Gaia die ganzen Drohendaten abgeben, die wir gefunden haben. Und. Könnt's auch gerne mal hier die Waffe angucken. Also das ist jetzt der... Du machst so viel und hast... Der... Kajas Verderben und das hier ist Flügel der Zehen. Eine geile Schleuder. Gut. Ah, hier ist auch ein Flugzeugwrack. Alles klar, gut. Speichern wir. Beim nächsten Mal starten wir durch und werden uns zur Basis aufmachen. Dort mit Gotardo reden, generell ein bisschen Smalltalk führen und dann Trommelwirbel mit Gaia das weitere Vorgehen planen, denn wir haben Ted Pharaohs Freigabe und können damit den Plan starten, Hephaestus in diesem gespaltenen Brutstättenkern zu fangen. Und dafür brauchten wir die höhere Freigabe, weil ja Hephaestus sich selbst eine höhere Freigabe gegeben hat, als wir sie hatten. Jetzt haben wir die höchste Freigabe und können ihn trotzdem hacken. Soweit der Plan. Aber beim nächsten Mal, ich werde mit euch, da wird es einige Gespräche geben. Und vielleicht werden wir mit Kotalo auch schon seinen neuen Arm bauen. Ich bin sehr gespannt. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Horizon Forbidden West. Ciao, Leute.